Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hydronia. So, ein bisschen habe ich zusammengeräumt, aber auch nicht wirklich sehr viel. Besser gesagt, ich habe es einfach nur zusammengeschmissen. Jetzt habe ich beim letzten Mal ja gesagt, es reichen zwei, aber die reichen überhaupt nicht. Da habe ich nämlich falsch gedacht, als ich nämlich dann dieses Ding hier in die Hand genommen habe, ist mir aufgefallen, ach Mensch, ich muss ja das von oben reinkippen. Und das heißt ja, dementsprechend muss das ja dann auch etwas höher gehen, weil es ist klar, ne? Ich kann ja das, wenn das jetzt hier angebracht ist, ich kann es ja da nicht hinmachen, ich muss es ja dahin machen. So, aber die Höhe ist einfach mir zu tief. Das heißt, es müsste eins höher, das heißt also auch, ich brauche ein ich brauche eine höhere Schräge. So, von daher werden wir das jetzt mal machen. Es ist Wahnsinn, wenn ich hier rausgerissen werde aus dem Spiel, und das ist ja nun mal Fakt, wenn ich den Part beende und ich dann zwei Tage hier nicht dran sitze, dann ist es echt schwierig, muss ich sagen. Dann muss ich mich erst einmal wieder reinfinden. Dann muss ich mich erst einmal wieder reinfinden, wo ich denn überhaupt war. Wo bin ich? Da bin ich. Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Parts immer ein bisschen länger machen, weil dass ich hier auch wirklich was schaffe. So, das passt jetzt. Es läuft jetzt da hoch. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich läuft, weil das Problem ist ja, dass der Druck nachlässt. Wir haben zwar da unten diesen Druckdingsi hier, der den Drucker im Grunde wieder hochpusht, aber ich weiß nicht, ob der Druck hier nach oben reicht. Sollte das nicht sein, muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich den Druck steige. Und es geht eigentlich bloß in dem Fall, wenn ich die Kurve jetzt hier zum Beispiel wegmache, geradeaus mache, dass ich dann hier nochmal ein gerades Stück habe und dann nochmal eine Kurve. Das haut aber allerdings nicht hin mit dem Ding hier. Das heißt also, ich muss dann das umbauen, dass ich auf die Höhe komme. Dann funktioniert es, dass ich quasi hier nochmal eine Schräge an der Stelle hier mache und diese Abzweigung hier dann quasi um eins nach oben versetzt, dass ich hier wieder Druck aufbauen kann. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir das Rohr gemeinsam gekauft haben oder ob ich das so zwischenrein mal schnell besorgt habe. Okay, das ist schon mal gut. Naja gut, das habe ich schon festgemacht, ne? Ist egal. Ich brauche ein gerades Stück, bitte. Gerades Stück. Danke. So, dann einmal Y, einmal R, einmal Zack. Dann sollte im Normalfall. Haut es jetzt doch nicht hin. Ich dachte, das funktioniert. Wahrscheinlich haut es nicht hin, weil dieses Rohr anders ist, ne? Ah, okay. Das ist blöd. Oder weil es nicht eingeschalten ist. Aber das läuft, ne? Also es läuft richtig gut. Also das läuft besser als in meinem anderen Spielstand. Ups. okay, keine Ahnung, was jetzt damit los ist. Also warum das jetzt halt hier so dampft. Aber das kann durchaus damit zusammenhängen, dass es eben ein Zweier ist. Dass hier ein Zweierrohr ist und dass da eben dann nur in ein Einser reingeht. Das wäre möglich. Ich meine, solange jetzt halt alles in Ordnung ist und alles läuft, sollte das kein Problem sein. Jawohl, Wasser ist aus. Aber das werde ich ja sehen. Also, die Förderbänder sind zumindest gelaufen. Ne? So, wir machen die drei fest hier, weil das Ventil lasse ich da. Ich könnte das Ventil allerdings auch da vorne hin machen, dass ich nicht jedes Mal dahinter laufen muss. Aber Hauptsache, ich habe es oben, weil damit schalte ich ja dann im Grunde alles ab. So, dreh dich mal. Ja, so. Aber nicht so, sondern auch nicht. Y. So. Genau, dann läuft zwar das Wasser rein, aber es tropft nicht. Wenn ich es jetzt halt anmache, dann fängt es an zu tropfen und zu laufen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Gut, gut. So. Dann, ich habe jetzt das hier extra mal vorbereitet, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so
korrekt ist, wie ich es gemacht habe. Das Problem, was ich jetzt glaube, ich habe, ist das mit dem Rohr. Weil ich muss ja dieses Ding, wenn ich jetzt da anschließe, das muss ja unterhalb sein. Genau, das muss ja so dran sein, dass dann eben der Dreckbatzen hier reinfällt und quasi gesäubert wird. Und dann kommt eben entweder ein Erznugget raus oder Edelstein oder was weiß ich. Das heißt also, ich muss hier, wenn ich das jetzt wegmache, dann nehme ich wahrscheinlich alles weg, oder? Nee, lass mal fallen. Fallen lassen. Wie ist es damit? Ah, dachte ich mir. Okay. Ja, das lasse ich, das nimmt er dann raus. Ich will das da. Naja, gut. Ist egal. Ich werde schon hinkriegen irgendwann. Ich denke, das ist generell ein Problem hier in dem Spiel. Man bekommt ja nichts gezeigt. Man muss sehr viel im Grunde auch selber rausbekommen. Habe ich da eigentlich einen Winkel habe ich, glaube ich, gar nicht gekauft. Ich habe alles Mögliche gekauft, aber keinen Winkel. Was hast du noch? Münzen? 315. Ich will den Wagen jetzt nicht leer machen. Ist jetzt blöd. So, ich lasse das Ding jetzt halt einfach mal da drin liegen, das Geld. Ist mir jetzt egal. Im Grunde geht es ja auch nicht weg. Im Grunde sollte es ja auch liegen bleiben. Gut, weil dann muss ich nämlich jetzt... Aber wie kriege ich das dann da oben zu? Wenn ich jetzt... Oder geht es mit einem geraden Rohr? Ich weiß es nicht. Das muss ich jetzt echt einmal probieren. So habe ich die Konstellation noch nie gemacht. Gib mir mal dein Rohr. Y, R, zack. Dann läuft hier jetzt Wasser rein, dass das Ding auch läuft. Aber jetzt ist die Frage, ob ich dich da platzieren kann. Anscheinend. Anscheinend funktioniert es. Okay. Und die anderen Mechaniken, die kann ich ja im Grunde von hier abzweigen. Da kann ich ja dann im Grunde hier ein Rohr wegmachen, eine Abzweig machen und dann das neue verbinden. Aber ich glaube, das ist ganz gut. So. Dann ist jetzt allerdings das nächste. Ich kann kein Laufband dran machen, wenn ich da wieder kein Wasser habe. Also muss das Ding doch weg. Und ich muss eine Abzweigung dahin machen. Aber bitte nicht so. Auch nicht so. So. So muss die Abzweig hin. Dann so. Dann muss ich nämlich jetzt mit dem Rohr... Ich hoffe, ich mache das richtig, ey. Weil es soll ja jetzt ein gerades Teil wieder hin, ne? Das heißt, dann brauche ich noch mal... Ich kann doch eigentlich das Ding auch da drauf machen. Dann würde das noch mal beschleunigen. Naja, wohl, das wird schon gehen. Wenn nicht, dann tausche ich es aus. Ich mache jetzt mal ein normales gerades Rohr ran. Dann muss wieder Kurve ran. Dann muss wieder Kurve dran. Da habe ich aber welche auf dem Wagen. Danke. Nee. So. Jetzt, wenn ich aufdrehe, dann fängt ja die Maschine und das Laufen an, ne? Wäre dann, ja, zum Testen wäre es dann später gut. Ich lasse es jetzt mal. So, dann brauchen wir ein gerades Stück, was bitte in die Richtung läuft. Weil dann droppt nämlich hier das Erz raus, droppt auf das Förderband und läuft dann hier weiter. So, dann brauchen wir nochmal ein gerades Stück. Ich habe ja zum Glück noch ein paar. Nein, einmal E reicht. Nicht zweimal auf E drücken. Ach so, ja, okay. Ich brauche wieder ein gerades Rohr. Muss ich generell, ne? Ich muss generell mal ein paar gerade Rohre daher machen. Ich hätte die Steine verbauen müssen. Nee, weil das ist jetzt halt nämlich blöd. Vor allem die auszurichten, das ist ja was Blödes. Hier.
So, jetzt machen wir mal Y. Ah, okay, hat gepasst. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich weiß, es gibt definitiv schönere Böden als jetzt diese Steinbrocken, aber ich denke mal, hier für das erste Ding absolut ausreichend. Da muss ich jetzt halt keine teuren... Lass dir das? Muss ich jetzt keine teuren Holzteile haben. Im Grunde ist das ja alles hier noch ein bisschen experimentell für mich, ne? Manche spielen das wahrscheinlich schon hunderte von Stunden und haben hier riesige Industrieanlagen aufgebaut. So, dann lass mal. Jawohl, das läuft in die Richtung. Dann würde ich aber nochmal ein gerades hinsetzen. Einfach, weil ich es kann. Das andere ist halt wieder der Druck, ne? Aber den, wie gesagt, den kann ich ja dann hier noch steigern. So, dann nehmen wir eins von diesen Dingern und die gehen nach rechts weg. Jawohl, gut. Also, deswegen kommst du. Das hat sogar gepasst. So hin. Dann kommst du direkt dran. Und dann kommst du direkt dran. So. Genau, und der schubst dann im Grunde den Stein hier runter. So, und deswegen möchte ich nämlich auch diese Teile hier haben. Weil die sollen dann nämlich hier stehen. Da muss allerdings noch ein... Will ich noch einen Trichter drüber machen, dass das Erz auch wirklich da reinfällt und nicht irgendwie daneben bullert. Dann brauchen wir... Was hast du da? Achso, Stein. Dann brauchen wir... Ich weiß bloß nicht, ob ich... Ja, habe ich. Zum Beispiel Eisen. So. Eisen. Und das muss da draufgelegt werden. Und dann ist jedes Eisen, was hier unten herkommt, wird dann hier automatisch reingeschoben. So, das gleiche dann natürlich mit Gold. Kann man sich natürlich alles mit Treppen bauen und so weiter, ne? Das ist, aber wie gesagt, ich will jetzt halt hier nicht zu viel investieren. Das ist jetzt das Anfangsteil in den größeren Slots. Also wenn ich mir jetzt halt mal die Karte anschaue, der erste größere Slot ist ja ganz unten im Süden, South Hope. Das wäre jetzt halt im Grunde dann ja der nächste Anlaufpunkt. Das Ding kostet 6.600. Ich denke mal, wir werden das Geld schon zusammenkriegen. So, auf den letzten wäre jetzt dann natürlich die Sache, dass wir zum Beispiel... Also entweder dieses neue Erz, also dieses... ich weiß jetzt nicht, wie es heißt... Das, was äußerst selten ist, was man halt im unteren Bereich findet. Das könnte ich noch hier drauf machen oder dann eben den Kristall. Ich denke mal, der Kristall ist am sinnvollsten. Und da ich jetzt noch keinen automatischen Schmelzer habe, wo hast du deinen Hammer? Da hast du deinen Hammer. Da ich noch keinen automatischen Schmelzer habe, werde ich das jetzt... so machen, dass ich hier wieder mit den Öfen arbeite. Einmal hier. Einmal da. So, dann stellen wir nämlich die Steine wieder drüber, dann schaut es doch auch sauber aus. Zack. Dann stellen wir das Ding hier genau in die Mitte. Zack. Es fängt zu glühen an. Es wird ja heiß. Und der hier noch. Und wenn ich dann später die automatischen Schmelzer habe. Also die hier, meine ich, das sind jetzt keine automatischen Schmelzer. Aber wenn ich die hier habe, dann läuft das ideal. Hier muss ich halt jetzt halt noch Barren machen. Aber das ist ja... Alles geldabhängig, wie gesagt. Also wenn man das Geld hat, dann kann man sich hier richtig toll einrichten. Aber dann macht man das im Grunde auch nicht hier, sondern dann macht man das natürlich da, wo man schon die besseren Erze bekommt. So, jetzt ist nur die Frage, wird es laufen oder nicht? Und dann ist die Frage, was passiert eigentlich dann hier?
Da wird wahrscheinlich das Wasser raustropfen. Wo habe ich den Stöpsel? Da habe ich ihn. Ich denke mal, dass der dafür gedacht ist. Für was denn eigentlich sonst, ne? Jawohl, dann macht der nämlich zu. Das Wasser kann nicht raustropfen. Und wir machen hier im Anschluss einfach einen Eimer her. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich anders machen soll. Es müsste hoffentlich so sein, dass es dann auch läuft. So, dann machen wir mal auf. Das fängt an zu dingsen. Dann schalte ich hier mal ein. Wir machen jetzt halt hier mal einfach 4, 5 Stück, keine Ahnung. Lass halt einfach mal laufen, ist doch egal. Ich muss unbedingt hier die Treppe herbauen. Es läuft alles noch und das ist die Hauptsache, ne? So, kann ich mich da draufstellen? Ja. Weil ich würde nämlich das gerne sehen, wenn das dann da reintroppt. Pfupp, dann haben wir jetzt hier Eisen und das müsste hier beim ersten dann rübergeschoben werden. Jawohl, zack und drin ist es. Und das Gold müsste jetzt weiterlaufen und beim zweiten dann reinfallen. Jawohl, ideal. Genauso will ich das. Das Einzige, was halt blöd ist, ne, das sind die Kristalle. Weil, und dass ich die hier rein kipp, ist eigentlich ein Quatsch, weil die schmelzen nicht. Ja. Das hast du jetzt natürlich geschickt gemacht, oder? Schmelzen die? Seit wann schmelzen denn die? Ich dachte, die schmelzen nur in dem Teil. Ja, mir ist es gleich, ne? Hier habe ich halt, wie gesagt, den Vorteil, ich kann das einfach kippen. Zack, und schon habe ich den Barren. Ja. Kann ich natürlich dann auch wieder reinschmeißen. Hier muss ich es halt dann jedes Mal in die Hand nehmen. Und da ist dann am besten einfach mal die Maschine abzustalten. Und ja, aber dafür habe ich ja den jetzt hier hingemacht. Dann kann ich das einfach abdrehen. Und dann läuft nämlich hier nichts mehr. Dann steht nämlich alles auf Pause. Wunderbar. Yo. Cool. Aber jetzt können wir es laufen lassen, weil wir brauchen ja Geld. Um genau zu sein, wir brauchen 6600 insgesamt von den Münzis, weil ich möchte nämlich, sobald es geht, umziehen. So, jetzt ist die Frage, kann ich das jetzt einfach aufs Band kippen? Eigentlich schon, ne? Weil das wird ja sortiert. Es tut weh, ne? Bin mal gespannt. Yes! Brapp! Das ist cool. Yes, das ist cool. So, und der Rest, ja, das dachte ich mir schon. Also irgendwelche Teile werden immer daneben fallen, weil ich eben keine Trichter habe. Und hier kommen dann die Teile zustande. Die kommen dann dahin. So, habe ich jetzt eigentlich den Kompressor gekauft? Ja, da hinten steht er, das ist gut. Dann würde ich nämlich sagen... Also die Dinger zu kaufen, war eigentlich ein Quatsch. Die kann ich wieder verkaufen. Das sind im Grunde das Gleiche wie da oben, nur dass das hier eben nicht automatisch sortiert. Naja, sortiert schon, aber man muss halt das Ganze dann stufenweise aufbauen. Also ich hätte das dann quasi immer eins übers andere gestellt, so wie wir es jetzt da vorne haben mit dem Schlamm-Dingsi. Dass das immer eins ins andere reinfällt und dann wieder quasi neu sortiert wird. So, Eimer habe ich sehr viele jetzt gerade. Mal ein bisschen aufräumen hier, ne? Aber ich möchte natürlich auch den Kompressor möchte ich irgendwie noch machen. Den könnten wir eigentlich hier mit daneben stellen. Dass wir jetzt halt nochmal zusammen Steine holen. Vorher schmeiß mal bitte die Rohre noch runter. Sind ja nur die zwei. Dann holen wir mal noch ein paar Steine. Machen dann da das Fundament noch ein klein bisschen größer. Ich denke jetzt halt, wie viel haben wir noch an Münzen? 287, also da können wir richtig viel... können wir richtig viel einkaufen. Weil das sind ja immer nur 5 Münzen, ne?
Thanks for your business. Danke für dein Interesse. Ja, gerne. Ich komme ja gar nicht drum rum. Ne? Ich muss ja hier kaufen. Oder halt in dem anderen Shop, aber das wäre ja Quatsch, wenn ich da in den anderen Shop fahre. Und wenn ich das Geld habe, dann werde ich mir auf jeden Fall die bessere Spitzhacke kaufen. Und die bessere Schaufel kaufen. Und dann werden wir, also wenn ich die 6600 zusammenbekomme, dann werde ich da den neuen Slot kaufen. Und da werden wir dann auch einmal probieren mit Maschinen und so weiter, dass ich die das Gelände ebne, dass ich dann eben richtig aushebe. So, brauchen wir noch irgendwas? Ich weiß es jetzt nicht, wie viel ich habe. Ich habe wieder nicht mitgezählt. Das mit Fischen möchte ich natürlich auch noch irgendwann ausprobieren, aber das ist für mich zweitrangig. Ja. So, was haben wir denn? 120 Grad mal. Okay, aber das sind dann 24 Stück sind es dann. 287 haben wir noch. Also passt es schon. Dann können wir hier noch ein bisschen weiterbauen, weiterbasteln. Das macht mir ja auch Spaß. Ja, das ist das Zambasteln hier von sowas. Ja gut, die Ausrichtung. Nein, die Ausrichtung passt noch. Da hätte ich gerne noch die Lücke geschlossen. Hier mache ich es aber dann nicht. Deswegen dem Eckel ist es dann egal. Es ist, wie gesagt, es ist halt jetzt im Grunde so ein bisschen rumprobieren, ausprobieren, was möglich ist. Es passiert halt doch immer wieder, ne? Warte mal. Schieb den dahin. Dann nehme ich aus, dass ihn jetzt den Wagen erwischt. So. Dann nimm das mal weg. Nimm das mal weg. Was mich nur wundert, ist, dass der Boden, als ich den ja gerade gemacht habe, tiefer ist als jetzt der Block. Ah, das ist blöd. Ich habe jetzt gehofft, dass ich die Eimer alle hochhebe, aber... So. Stein. Und dann würde ich sagen, machen wir... Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, was man machen könnte, das Ganze nämlich auch zu automatisieren, auch mit diesen Dingern und dann hier die Kompressoren, also mehrere von den Kompressoren hinzustellen. Dass man dann sagt, okay, man leitet das Ganze dann nochmal hier rüberwärts und sortiert die dann auch nochmal aus und dann ist eben jeder Stein, der da so kommt, fliegt eben in den Kompressor und dann brauche ich nur nochmal drücken und dann werden die Edelsteine dann eben auch sortiert. So, ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich noch habe. Aber ich denke, bis daher ist in Ordnung. Und jetzt wollte ich gerade sagen, die restlichen, den machen wir jetzt da noch her. So, weil ich nämlich jetzt halt ja an den Kompressor dachte, wegen in Bezug auf Wasser und so weiter. Nein, das stimmt nicht. Drehen. Der Wasseranschluss ist da. Okay. Das heißt, ich würde dahin gehen, dann kann ich den Wasseranschluss hier nämlich umleiten. Da brauche ich jetzt allerdings wieder ein T-Stück dafür. Wir haben ja noch ein bisschen Geld drin. Ich glaube, Geld hat man später sowieso so viel. 139. Dass selbst wenn ich jetzt das Geld hier in den Kisten vergessen sollte,
So. Wir müssen nur wieder den Hammer nehmen, weil ich das da nämlich festgemacht habe. So, einmal weg. Dann läuft nämlich da oben nichts mehr, weil kein Wasserdruck mehr da ist. E oder R? R. Gut. Die kann ich dann alle versperren noch. So, dann gerades Rohr. Und nochmal gerades Rohr. Weil der Wasserdruck ist ja dann, glaube ich, der gleiche. Trotzdem noch. So, dann geht es nämlich hier rein. Das Einzige, was ich mir jetzt aktuell da herstellen muss, das ist dann der Dings hier. Und dann kann ich im Grunde ja erst einmal eimerweise sortieren. Was will ich machen, ne? So, je nachdem, ne, wie viel man hat. Ah, genau, den da habe ich gemeint. Den hier habe ich gemeint. Ich weiß bloß nicht, wie viel da reingeht. Ob da irgendwann mal heißt, jetzt ist aber Schluss. Keine Ahnung. Aber ich denke, das waren irgendwie so 1300 bis 1400 ungefähr war das für den Schmelzer hier. Vielleicht haben wir jetzt dann so viel Geld zusammen, dass wir uns da nochmal zwei kaufen können. Dann kann ich das dann nämlich wegmachen. Drei Stück müssten wir dann allerdings kaufen, weil dann hebe ich nämlich diesen einen Dingsi hier. Ach, da haben wir sogar mehr. Die heben wir dann auf. Ich nehme da wieder einen Eimer extra. Lieber in dem Eimer haben. Da hat es nämlich auch schon in dem Kommentar geheißen, also besser immer in die Eimer zu tun, weil wenn du zu viel hast von dem Zeug, dann stürzt dir irgendwann das Spiel ab, weil das ja so viel an Kleinteilen laden muss, dass das echt schlimm ist. So, wenn ich jetzt den in die Hand nehme, dann habe ich einen Eimer, dann müsste ich den zweiten dahin stellen, den dritten dahin, dass ich das dann quasi hier schleifen kann und dann hier reinschmeißen. Aber ich komme ja gut hin. Das heißt, ich kann mir das hier ideal herstellen. Ich werde bloß nie gleich stehen. Ein Saphir. Blau, genau, blau. Kommt dann da rein. Dann haben wir nochmal ein Grünlili. Ein blauer. Smaragd. Smaragd. Na ja, gut, das sind halt die, die am meisten rauskommen, ne? Ein Rubin. Dann haben wir den letzten. Oder den vorletzten, sage ich mal. Weil der andere, da kommt der super selten, ne? Saphir, ja. Wir machen jetzt bloß einmal das Ding hier durch. Sehr viele sind es ja nicht. Smaragd. Davon. So, und dann passt es erst einmal. So, dann nehmen wir uns das da, kippen das da rein. Okay. Ich habe vergessen, den Hebel dran zu machen. Jetzt komme ich natürlich nicht dran, weil der Hebel muss dran. Keine Ahnung, warum der extra ist. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. So, das verarbeitet. Und dann macht man da wieder hoch und dann hat man einen großen. Das ist doch cool. Und wenn ich jetzt halt mal auf die Waage schaue.
Dafür könnte ich vielleicht den Tisch mal nehmen. Ist das Ding 324 Münzen wert? Das ist doch nicht schlecht, oder? So, nächste rein. Einmal Hebel runter. Und hier haben wir einen Preis von 287. Und hier, das läuft und läuft und läuft, ne? Tja. Aber das muss ich dann anders machen. Wie gesagt, da muss ich dann da oben die hin machen. Da brauche ich im Grunde nochmal einen Abzweig nach rechts. Und würde sagen, dass ich jetzt mal das Ganze lasse. Wir machen jetzt mal ein bisschen was zusammen hier. Geldmäßig. Ich schalte jetzt einmal ganz kurz die Maschine ab. Hier. Ich schalte jetzt einmal ganz kurz ab, dass wir die Sachen hier raus tun. Dann können wir den hier zum Beispiel runter tun. Und können dafür den hier drauf schmeißen. Das dauert ja eh Ewigkeiten, bis der voll ist, ne? So, dann dich hochheben und einmal hier reinkippen. Dann dich hochheben, einmal hier reinkippen. Das sind schon Klötze, ja? So, hier brauchen wir nur klicken. Und haben das Eisen. Schauen wir nochmal, was das Gold jetzt halt wert ist gerade. 4700. Das ist doch nicht schlecht. Und der Eisenbarren? 3600. Also gut, wir haben auf jeden Fall genug. Die Dinge kann man nicht verkaufen, weil da zeigt es keinen Preis an. Man sieht das Gewicht, aber das war es dann auch schon. Also die sind wirklich nur für die Druckteile gedacht. Deswegen ist es auch sinnvoller, wenn ich hier die anderen Teile hier reinlaufen lasse. Clotium-Erz. Dann machen wir das nämlich hier rein. Und dann machen wir später noch quasi hier einen Abzweig für die anderen. So. Aber dass wir jetzt wirklich alles weg haben, tun wir die jetzt auch noch schnell raus. Achso, sind bloß noch die zwei, ne, dann. Na gut, da oben liegen halt jetzt noch welche, aber das ist mir jetzt wurscht. So, Amboss stelle ich jetzt erst einmal. Wie rum bist du? Ja, das passt mir schon. Stelle ich jetzt mal dahin, dann schnappen wir uns den Ofen, weil wir müssen ja das Eisen trotzdem erhitzen. Dann können wir das nämlich hier reinschmeißen. Dann machen wir ein. Was machen wir denn? Ja, machen wir eine Axt, das passt schon. Machen wir eine Axt. Wo ist mein Hammer eigentlich? Da. So, weg damit. Säge. Es wird natürlich dann alles noch so aufgebaut, dass dann auch die Werkzeugstände dabei sind und so weiter. Dass ich das dann nicht immer am Boden droppe, sondern dann immer da reinhängen. Schaut ja sauberer aus, ne? So, die kostet jetzt 4387. Das lohnt sich doch. Du bist leer, dann wirst du genutzt. Und schon ist die Axt stumpf, ne? So, und dann machen wir. Wir haben zwei große Steine. Dann sägen wir das einmal auseinander. Und dann sägen wir es nochmal auseinander. Einmal das da und einmal das da. Dann haben wir nämlich vier gleich große Teile. Und dann machen wir zwei Ketten. Einmal mit dem hier. Ich kann ja eigentlich die Maschine laufen lassen. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich laufen lassen, weil alles an Kristallen und Edelsteinen fällt ja dann hier in den Topf rein. Ne? Und dann kannst du weiterlaufen, das ist ja egal. Und jetzt sollte es eben dieses Clotium oder wie das heißt,
dann reinschmeißen. Bis da natürlich jetzt mal eins kommt, ist jetzt die andere Sache, aber das müsste normalerweise hinhauen. So. Einmal. Jetzt Wahnsinn, jetzt habe ich extra die Zeit schon 5 Minuten länger gemacht als normal. So, schauen wir mal, was das wert ist. 3186. Das andere wird jetzt ein bisschen mehr oder weniger kosten. Ich denke eher ein bisschen weniger. So. Einmal. Zweimal. Oh, 3230. Naja, ist egal. So, wunderbar. Das sind 6000. 6600. 10.000, also über 10.000, die wir jetzt da haben. Und da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal eine Biege leisten können. Das Ding da oben ist kaputt, sehe ich gerade. Eine Biege leisten können und... Lass mich durch. Ach, das da ist auch kaputt. Wo habe ich mein Werkzeug? Ich dachte, ich habe das da unten hingestellt. Lass mich rauf. Rauf, rauf, rauf. Ich hoffe, ich kann das von hier aus reparieren. Nee. Ich muss runter. Und wenn ich dran denke, dann werde ich auch... Dann werde ich auch hier mal Treppen mit euch kaufen dann. Gut. Dann ist das jetzt auch repariert. Ihr könnt jetzt halt weiterlaufen. Und wir werden dann gemeinsam beim nächsten Mal... Achso, jetzt habe ich gedacht, wir werden gemeinsam dann beim nächsten Mal die Sachen einkaufen. Da mache ich dann quasi nochmal eine Einkaufsliste, was wir alles brauchen und dann fahren wir los. Und dann ist es doch zumindest schon mal für den Anfang doch nicht schlecht. Finde ich zumindest. Empfinde ich zumindest so. Okay, ja, und ich will auch die bessere Spitzhacke kaufen und so weiter. Alles klar, Leute, das soll es dann gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr aber keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.